gönnen. Da, da. Ich mache es auch bald so wie Wetten, dass er kommen nur noch von Mallorca. Jede Sendung. So, es geht wieder los, Inas Nacht. Heute ist Witzkanonentreffen mit Bulli Herbig und Max Giermann. Musik kommt aus Italien und zwar direkt von Raphael Gualazzi. Und ich bin ganz verliebt in den. Und dann haben wir aus Berlin noch Christiane Rösinger. An die bin ich auch ganz verliebt. Oh, ich freue mich, ich freue mich. Und ich würde sagen, heute in dieser lauen Sommernacht. Eine Maus. Muss dann immer auf. Oh, da bist du, bist du, bist du. Und wenn er kacken würde, würde er noch kacken, sag ich euch. Hamburg im Regen. Hamburg im Regen. Hier ist es trocken. Tisch ein! Ja, kann ich noch mal reinkommen? Das war toll. Ach so. Ja. Ach, ja, schön. Ja. Du, na, was trinkst denn du? Wasser. Nein, ich habe dir was besorgt. Ich habe dir auch aus Australien Shiraz besorgt. Sehr teuer. Oh, wirklich? Ganz teuer, ja. Können wir ein Wasser, einen Rotwein? Okay, aber so ein kleiner. Machen wir die auf. Ich bin zum ersten Mal hier, ich kenne mich nicht aus. Ich sag dir alles, was passiert. Man kann sich hier hinsetzen. Du darfst da durchgehen, genau. Yeah. Bulli, was ich toll finde, als Kind hast du immer gesagt, du willst entweder Weltmeister werden oder Oscar-Gewinner. Fußball-Weltmeister, ja. Ach so. Yeah. Ja, Fußball. Das ist noch drin. Und das ginge noch? Ja. Yeah. Spielst du noch Fußball? Ja. Ist der Hut jetzt ein neues Markenzeichen? Nein, ich habe. Es regnet. Ich finde es für Oktober wahnsinnig heiß und stürmisch. Und deswegen habe ich mich ein bisschen flockiger angezogen. Ja, und den Hut habe ich mir gerade vorhin noch besorgt. Das war so heiß. Dürfen wir trotzdem gucken, wie du dein Haar gerade trägst? Du hattest ja, als du anfängst mit deiner Karriere, irgendwie so lange. Ich habe jetzt natürlich auch kein Produkt im Haar. Ja, ein bisschen Produkt ist nicht drin. Ja, weil ich dachte, ich nehme den Hut heute eh nicht ab. Ah ja, aber der sieht auch sehr fluffig aus. Ja, ist er. Er ist nicht sehr hanseatisch, aber auch nicht sehr bayerisch. Aber hier gekauft, hier gekauft. Ach wo? Ja, ich war heute noch beim Shoppen, ja. Ach nee, ehrlich? Ja, hier ums Eck. Nachdem wir unser Liedchen gesungen haben, hast du gedacht, ja, der passt doch. Ja. Ach toll. Ich dachte, das ist so ein sommerlicher Song und dann auch vielen Dank. Du bist ja als Kind auf einem Internat gewesen. Ja, auch für eine kurze Zeit, so fünf Jahre sowas. Ja. Das ist doch lang. Das prägt doch total. Ja, fand ich cool. Also war eine gute Zeit. Von wann bis wann denn so? Jahreszeit? Nee, so. So 80 bis 86 oder so. Wie alt warst du da so? In welchem 12, Alter, 12, ab 12. Ja? Mit, also auch in den Bergen, mit Skifahren einmal die Woche. Und, oh, toll. Ja, toll. So ein Edelding oder was? Nein. Edelinternat? Aber Entschuldigung, Skifahren hat doch nichts mit Edel zu tun. Fährst du Ski? Nein, ich komme aus Norddeutschland vom Dorf. Da kann man Wasserski fahren. Gibt's überhaupt keinen. Nee. Nee, okay. Bei uns auf dem Dorf war es halt so, dass wir Kühe-Schubsen gespielt haben. Das war ein Sport. Das ist ganz toll, wenn die Kühe sich zusammentun nachts, weil im Dunkeln stehen die ja immer so aneinander. Wieso im Dunkeln? Es musste immer dunkel sein, damit man nicht sieht, dass die Kühe schubsen. Ich dachte, du meinst das jetzt in der Klasse oder so. Nein, du meinst Mädchen schubsen. Nein, ich meinte wirklich Kühe schubsen nachts auf die Wiese und dann die Kühe anschubsen und so dok, 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 dok. Das habt ihr gemacht? Ja, klar. Ja, wir hatten nicht so viel Möglichkeiten. Was macht Skifahren war bei uns nicht. Wenn so eine Kuh umfällt, was passiert dann? Also dann fallen all die anderen auch um. Weil die stehen ja so auf der Wiese. Weil die schlafen? Ja, die schlafen ja im Stehen. Und die stehen ja so aneinander. Ja, aber wachen die dann auf, wenn sie da liegen? Oder ist das dann wachen sie auf. Dann sind wir aber schon weg. Könnte ich stilles Wasser haben, sonst muss ich die ganze Zeit so. Echt?
Aufstoßen. Was ist los mit euch Jungs? Früher habt ihr euch auf Ex eine Pizza reingehauen und gesagt, oh geil. Und dann was fertig und heute essen Männer nichts mehr und trinken stilles Wasser zum überteuerten Rotwein. Wie, was hast du denn zum Rotwein? Sehr gut. Nee, sag mal. Das ist wirklich ein sehr hat auch eine gute Temperatur. Ja, super. Musik! Komm, wir reden noch über deine Internatsjahre. Also die waren nicht so lang, sagst du, 5 Jahre, aber da waren nur Jungs. Und irgendwann hast du Schiss gekriegt. Im ersten Jahr. Ach so, im ersten also das erste war nur Jungs, das hieß damals also Knabeninternat. Und da hatte ich auch mein bestes Zeugnis meiner ganzen Schullaufbahn. Weil dich nichts abgelenkt hat. Mhm. Irgendwann kamen aber die Mädels. Ja. Da waren 80 Schüler und 4 Mädchen. Überleg das mal, ein Paradies. Ja. Bist du denn an eine von den 4 Mädels rangekommen? Ja. Ehrlich? Mhm. Und gab es da nicht von den großen Kloppe? Nee, aber von ihr. Ach so. Und dann war Schluss? Ich meine, ich war nicht wirklich nah dran. Also ich kann mich nur erinnern, also ich war 12 und dann kam dieses 14, 15-jährige Mädchen, die also schon wirklich für mich, also wahnsinnig, also das war für mich ja schon eine Frau. Und ich stehe da mit einem Kumpel. Ich merke schon, dass der Rotwein wirkt. Ich werde so gesellig. Mein Bier wirkt ja auch. Kannst du mich auch was fragen? Ja, pass auf. Und dann stehe ich da so und quatsch mit dem Kumpel. Und dann kommt sie aus heiterem Himmel zu mir und sagt, Bulli, weißt du, wie ein Zungenkuss geht? Dann sage ich, nee. Oh, wie schrecklich. Und dann hatte ich die Zunge schon im Hals. Das ging wahnsinnig schnell. Ja, ja. Und dann war sie aber auch schon wieder weg. Und hat dich das nicht 3 Tage beschäftigt dann? 3 Jahre? Nein. Danach war alles, ich bin nur noch so. Und war das dieser... Ja, toll. Ich meine, ich mache es heute nicht anders, aber ich habe es ja so gelernt. Also. Aber du hast schon deine erste Freundin damals dann auf dem Internat gehabt. Ja, du bist aber... Ich weiß alles. Genau, und du bist nach der 10. abgegangen. Ja. Und dann hast du eine Fotografenausbildung gemacht. Genau. Und du bist dann immer in die Fußgängerzone und hast du Robo-Dance gemacht. Nein, das habe ich später. Also es fing ja mit... also Robot-Dance. Ich dann kannte das nicht. Wir können nur Kühe schubsen. Nein, da habt ihr schon am Marienplatz wahrscheinlich schon so den hier gemacht. Da haben wir immer noch geschubst. Ja. Also Robot Dance, das war ja so das erste aus dieser, da fing das ja mit Hip-Hop an in den 80ern, ne? Also so ja, genau. Rocksteady Crew, die Jahreszahl, wann das Grandmaster war. Flash, ja, das weiß ich auch Sugar Hill. Das war das ist aber, was? Wie? Nein, auch nicht, weiter. Ja, Herbie Hancock war das. Ach so, ja. Sehr gut, ja. Ich kann Herbie Hancock zum Beispiel. So, und wenn ich jetzt hier zum Beispiel so Handschuhe hätte und eine Brille, könntest du noch mal, was du da am Marienplatz so gemacht hast, wenn wir die Musik dazu anmachen? Hast du wirklich eine da, oder was? Können wir die mal anmachen, die Musik? Das und dann, gab ja auch so Netzhemden, aber das brauchst du nicht, das müsstest du ja denn... Tatsächlich, ja, okay. Da, oder was? Ist gemein, ja? Hattest du sowas an? Ja. Toll! Und auch so Netzhemden? Ja, scheiße. Wie hattest du das? Ja. Scheiße, lassen wir weg. Hat sich das raus? Aber ich weiß nicht mehr, ob ich das noch kann. Das ist echt lange her. Boah, ist das dunkel hier. Warte mal. München ist ausgeflippt, oder nicht, als ihr da so... Oh. Kam die Bullerei damals? Ja. Das war doch... Doch, da war München ja noch viel strenger. Ich bin verhaftet worden. Darf ich dir das schenken, die Brille und die Handschuhe, als Erinnerung? Hey, ihr habt hier keine... anfangen kannst. Ihr habt hier keinen Werbebreak, ne? Wir haben keine Werbe, wir haben nichts. Die müssen nicht mal mehr Kassetten... Musik, nehmen. Bitte! Nee, guck mal, wir machen... Ich find's den. Das ist doch schön. Guck mal, das...
Sauerstoff hier? Ja. Wir haben hier nämlich unser Gerät wieder mal, was uns Luft spendet. So wie so ein Elefantenrüssel, ne? Wenn du da so getanzt hast jetzt gerade, merkst du, dass du älter geworden bist? Ja. Ja, aber die Polizei kam wirklich. Echt? Mhm, und zwar, weil du brauchst ja sozusagen so eine Legitimation, also irgendwie so eine, Lizenz. Eine Lizenz wahrscheinlich da dafür. An der Fußgängerzone da. Habt ihr Geld eingesammelt? Ja. Ach so, ja, wirklich, das war schon auch eine Portion war so, Geldgeilheit dabei. Nein, es war so ein Taschengeld und dann hatten wir so ein Kassettenrekorder, da war, also wir, für mich war es ein Ghetto Blaster, ja, so ein Teil. Und okay. Dann kam also so ein Wachtmeister daher und wir waren so mittendrin und dann drückt er so auf Stopp und sagt so ganz cool, wem kehrt denn der Kassettenrekorder? Ja, und dann war es aber meiner, das heißt, ich musste mit wegen Ruhestörung oder... Und dann? Dann saß ich da auf der Polizeistation und dachte, mein Gott, jetzt bin ich vorbestraft. Aber das war damals, glaube ich, noch ein bisschen anders als heute. Da war das nicht so normal, am Marienplatz da zu stehen und da zu... Naja, man kannte eher die Jungs mit den Panflöten und... Die Kelly Family. Ach, die waren auch da? Ja, wirklich. Konkurrenz natürlich. Ja, das war, im Grunde kann man sagen, die Kelly Family war mal damals meine große Konkurrenz. Ah, okay. Ich muss noch eins fragen. Ja. Was mich total irritiert hat, du warst bei der Bundeswehr. Mhm. War das im katholischen Bayern damals noch nicht so angesagt, dass man da verweigern konnte? Wollte ich ja. Also ich bin damals auch zum, also ich hab so einen ganz verwegenen Versuch gemacht, bin damals zu meinem Hausarzt gegangen und habe gesagt, ja, also ich habe jetzt dann Musterung und ich habe gehört, da könnte man mit Attest, worauf er sagte, na. Dann sage ich, okay, dann lass uns. Ja, ich habe ernsthaft den Versuch unternommen. Dann habe ich mir einfach so die Zeit irgendwie schön gemacht. So schön du hast ja damals auch schon gefilmt. Ja, ich habe deinen Leutnant und ja, warum hat der sich darauf eingelassen? Nein, ich habe dann gesagt, wollen wir nicht mal die Übung filmen? So, ich könnte einen schönen Film draus machen. Und haben die sich nicht weggeschmissen? Ja, dann habe ich einen Film gemacht. Das war doch toll. Dann habe ich die gefilmt, wie sie da ihre Übung machen. Ich hatte so einen kleinen Iltis, das sind die kleinen Jeeps. So, mit dem bin ich rumgefahren. Und dann gab es noch eine Situation, das war ganz interessant, bei der Bundeswehr, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, da hängen auf der Toilette hängen große weiße Zettel, damit die Soldaten sozusagen nicht die Wände vollschmieren, sondern die Zettel. Und es waren für mich eine Einladung und da habe ich unseren Leutnant immer gemalt. So. Und eines Tages hat der Leutnant alle antreten lassen und hat gesagt, wer malt mich da auf der Toilette? Und dann wusste ich natürlich, dass alle anderen wissen, dass ich das bin. Und es war kurz vor Wochenende, dann habe ich mich freiwillig gemeldet. Dann sagt er, ab ins Geschäftszimmer. Und dann dachte ich, jetzt gibt's einen Einlauf. Und dann kam ich so rein und dann schaut er mich so an und sagt, wir machen in zwei Wochen eine Übung in Grafenwöhr. Könnten Sie uns da die Landkarte malen? Ach, toll. Ja, aber wie schön. Musik! Das heißt, dann weg von der Bundeswehr, dann ein bisschen hier gedüdelt, da gedüdelt, Radio gemacht, dann Anrufbeantwortersprüche? Anrufbeantwortersprüche? Kannst du dich noch ein paar erinnern? Ja, wir haben aus Verzweiflung Prominente imitiert, so. Ach so, weil das machst du ja auch, ne? Nee. Du hast gesagt, als Kind immer schon Stimmen nachgemacht, aber dann hast du irgendwann eine Zahnspange gekriegt und da wurde es schwierig. Ja, dann habe ich so das Lispeln angefangen. Und ich hatte dann noch diese Gummis, die von hier oben hier... Ah, oh nein! Und so bin ich damals zum Kunden gegangen und habe gesagt, wir produzieren Anrufe mit lustigen Stimmen. Ja? So. Und dann hatte ich einen Sprecher im Studio ich hatte vier, fünf Sprecher im Studio, die gesagt haben, sie könnten Boris Becker imitieren. Das war Anfang der 80er. Der Quatsch. Anfang der 90er. Das ist ein guter Wein. Ja, aber in der 80er stand es ja noch auf dem Marienplatz. Das war irgendwann kurz nach dem Krieg. Und keiner hat so richtig drauf gehabt. Und der Toningenieur neben mir, der wurde schon nervös und guckte permanent auf die Uhr, bis er irgendwann gesagt hat, weißt du was, jetzt, du machst das ihm die ganze Zeit vor, jetzt sprech's halt selber. Ja, und? Und so bin ich vor das Mikrofon gekommen. Und du warst besser als die anderen. Und dann bin ich hier und gesagt, wo sind die Babs? Weil damals war noch mit der Babs zusammen. Ja, also, ja. Macht man heute auch nicht mehr. Rick Cavanian hat gesagt, dass du der Mensch bist auf der Welt, der einzige Mensch, den er gehört hat, der so wahnsinnig laut und schnell Hände wäscht, wie er es noch nie bei jemandem erlebt hat. Ja, es ist stimmt das so? Ja, ich bin einmal wirklich auf eine Toilette gegangen und ich wusste nicht, dass er da ist. Ach so. So, pass auf. Und ich gehe ans Waschbecken und wasche mir die Hände. Auf einmal höre ich außen, hier hinter der Tür, höre ich, ey, Bulli! Ja, und es ist, Nein, das erkennt man wahrscheinlich, weil man dich so, wie machst du, komm mal, wir gehen mal immer aufs Klo und waschen uns mal die Hände. Kommst du an dem Shop vorbei? Wir sind gleich wieder da,
Kinders. Wir können derweil ein Shanty singen vielleicht. Ja, mal eben ein, unser Lieblings-Shanty. Können wir den mal singen? Ich in die Ferne, mein blonder Matrose. Zusammen wie der Wind und das Meer. Guck mal hier. Das wäre jetzt mein klassisches Waschbecken. Machen wir das auf der Damentoilette hier? Ja, weil da ist so dreckig bei den Jungs. Ja. Aber zu den Damen. Guck mal so. Und dann, jetzt stell dir mal vor, ich bin Rick Cavanian und sitze hier auf dem Klo und du wäschst dir die Hände. Dann mache ich den hier. So. Ja. So. Es muss ja schnell gehen, weißt du? Ja, ja. So, so, und jetzt folgendes. Ja. Zu Hause putzt du jetzt auch noch die Armatur. Ja, mach ich so. Das ist sehr unmännlich. Wirklich? Ich dachte, Männer sehen das überhaupt nicht. Mach ich hier auch. Schmeiß das weg und geh raus. Jetzt traue ich mich nicht. Doch, mach ich. Weißt du, was ich immer mache? Ich mache dann die Tür immer so. Immer aber wirklich, so. Aber damit kannst du es doch machen. Also damit kannst du es. Ja, es ging ja eigentlich. Aber es sind ja oft diese Türen, wenn bist du dann das wieder da drin hast, ist die Jules schon wieder zu. Nee, dann mach ich meistens dann, wenn sie zufällt, mach ich dann so und dann schmeiß ich das Wasser rein. Ich? Darf ich kurz mal die Schwitze holen? Ach so. So. Du siehst toll aus. Nein. Doch, doch. Meine Shanties! Wir sind wieder da! Wir haben unser Film amüsiert. Ich muss sagen, der Bulli wäscht wirklich laut. So geht das bei uns in Hamburg. Wow. Nee, lang schnacken. Ja. Ja, ich kann euch sagen, geht mal Hände waschen mit ihr, Freunde. Das ist wir bleiben hier. Ach so. Wir singen. Ah. Wir singen und ich freue mich so auf unser Lied. Mhm. Ah. Können wir unsere Mikros haben? Ja. Juhu. Guck mal, das ist unser Text. Übrigens, früher, weil wir bei Hip-Hop waren, ja? In den 80ern, ich habe auch Beatbox gemacht. Weißt du, was das ist? Ja, mach mal. We will, rock you. Damit, we will rock you. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass du da... mach mal einen nochmal. Komm, du machst vor, ja, du musst dann nach... Mir. Nein, du musst... Ich habe eine Idee, du spielst vor. Ganz kompliziert gleich machen. Das muss der Wein sein. So, jetzt wollen wir anfangen. Ja. Okay. Das Beste am ganzen Tag, das sind die Pausen. Das ist schon immer in der Schule so. Das Schönste im ganzen Jahr, das sind die Ferien. Und dann ist sogar auch unser Lehrer froh. Da kann man endlich tun und lassen, was man selber will. Und dann sind wir frei und keiner sagt mehr, du sei still. Das Schönste im Leben ist die Freiheit, denn dann sagen wir Hurra! Schön ist es, auf der Welt zu sein, wenn die Sonne scheint für groß und klein. Du kannst atmen, du kannst gehen, dich an allem freuen und alles sehen. Schön ist es, auf der Welt zu sein, sagt der Igel zu dem Stachelschwein. Du und ich, wir stimmen ein. Schön ist es, auf der Welt zu sein. Komm, jetzt machst du.
ist Roy, ich bin das Kind. Ja. Brauche ich Hilfe? Ich liebe den dunklen Wald, Berge und Seen. Und ich schwärme für ein Eis am Stiel. Ich möchte in den Wolken ziehen, in ferne Länder. Ich schieß mal gerne auf ein Krokodil. Die Welt wird immer kleiner und die Wünsche riesengroß. Warum, oh schau, wie schön ist auch ein Frosch im Moos. Das Schönste im Leben ist die Freiheit. Zu sein, wenn die Sonne scheint für groß und klein. Du kannst atmen, du kannst gehen. Dich allein und freuen und alles sehen. Schön ist es auf der Welt zu sein. Sag die Biene zu dem Stachelschwein. Ja, Schwein. Du und ich, wir stimmen ein. Schön ist es auf der Welt zu sein. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Vielen, vielen herzlichen Dank, Dankeschön. Ihr seid ein tolles Publikum. Vielen herzlichen Dank, Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön. Oh, danke. Oh, jetzt bin ich danke. Richtig gut drauf, Freunde. Das Lustige ist ja, das Lied... Wer will einen Schluck? Ey, das geben wir nicht mehr her. Mama, ich... Mach mal deinen Hut hoch. Schingel! Das ist anstrengend. Aber geht. Komm, jetzt ein ganz bisschen frische Luft. Sollen wir den Leuten mal zeigen, was da unten ist? Oder ist das irgendwie so egal? Nein, ich hab immer, es ist so blöd, wenn du da sitzt und ich sag, ich muss das Rohr mal hochholen. Ich krieg das Rohr nicht hoch. Das macht mir gar nichts aus. Ich meine aus. Aber das, dann könnte es... Das ist von mir. Doofen... Hab ich immer am Mann. Oh, du hast gerade im Moment einen wahnsinnig tollen Film im Kino. Der heißt Hotel Lux. Mhm. Ich spiele einen Komödianten in den 30ern, der als Stalin in Berlin auf der Bühne steht und eigentlich nach Hollywood will und von Hollywood träumt. Und dann kommen aber die Faschisten an die Macht und er macht einen Hitler-Gag zu viel und muss fliehen und erwischt aber die falschen Papiere, denn die Papiere für Amerika waren aus, vergriffen. Und erwischt die Papiere, die ihn nach Moskau führen. Und dort landet er in diesem legendären Hotel Lux. Und das meinst du, wirklich... du wirst zunehmend immer mehr und mehr so ein ernstzunehmender Schauspieler? Hättest du Lust, dich mehr in die Richtung zu bewegen? Weil die Leute lieben dich natürlich auch als Pulli. Ich finde, man muss immer das machen, was man richtig Bock und Lust hat. Und da, das war mal so... Oh! Aber warum drei? Gib doch mal eins. Eins für dich, eins für mich und eins fürs Publikum. Aber du kriegst mal das ganz viel. Das ist aber toll. Ist das Vanilleeis mit... Ich hab ne gute Idee. Wir machen jetzt damit Bierdeckelchen. Okay. Jetzt haben wir ein Eis und dann gibt es doch, weil wir keinen Trailer von dem Film zeigen können, aber es hat so eine wunderschöne Filmmusik, nämlich ein Freund, ein guter Freund. Ja, und das ist auch die Bühnennummer von also Jürgen Vogel spielt meinen Komödiantenkollegen, der als Hitler auf der Bühne steht und ich als Stalin und wir als Hitler und Stalin singen auf der Bühne. Dann tue ich jetzt so, als wäre ich Jürgen ein guter Freund. Vogel. Ja? Ja, und du hast aber nicht so schöne Zähne. Wie Jürgen nicht? Und alle mitsingen. Text ist da oben. Setzen wir uns da hin. Ach so, wir müssen uns da hinsetzen, oder? Meine Jungs freuen sich den ganzen Abend. So. Sie sind eine wunderschöne Frau. Und Sie haben eine wahnsinnig erotische Stimme. So, wir singen das da rein, ne? Freund, ein guter Freund, das ist das Schönste, was es gibt auf der Welt. Ein Freund, ein guter Freund, und wenn die ganze Welt zusammenfällt, drum sei doch nicht betrübt, wenn dein Schatz dich nicht mehr liebt. Ein Freund, ein guter Freund, das ist der größte Schatz, den es gibt. Toll, toll, toll! Guck mal, hier sind schon Deckelchen.
Also Hotel Lux unbedingt reingehen, ganz toll. Wir sind gespannt auf dich in der Hauptrolle. Männer und Frauen passen super zusammen, weil... Ich meine jetzt mal ganz ehrlich, ja. Es gäbe also, ja keine Kinder, wenn nicht. Also, oder sagen wir mal anders, zumindest doch mittig. Also ich finde jetzt rein biologisch passen die ganz gut zusammen, oder? Hast du schon einmal schwul geträumt? Ob ich immer schwul geträumt habe? Steht hier. Was heißt, wie träumt man denn schwul? Vielleicht so, wie du immer sprichst. Du sprichst also, doch als, also so ein, als Apache. Wenn man dann als Apache, das ist ja süß. Es gibt Abahachi oder Winnie-Touch. Ja. Winnie-Touch, kommt drauf du, an. Ne? Entschuldigung. Also wenn Winnie-Touch einen Albtraum hätte, dann würde er wahrscheinlich... Aber ich nicht. Gut. Mhm. Warst du mal viel dicker? Viel dicker nicht, aber ich habe mal für einen Film zugenommen. Das hat mir noch keiner geglaubt. Für Traumschiff Surprise. Da habe ich ja die fette Vulkanette gespielt. Das hast du wirklich dann zugenommen? Da hätte man doch auch ein bisschen was machen können. Irgendwie mit Kostümen oder sowas. Ja, aber nicht im Gesicht und so. Also das brauchst du dann schon. Und es war wirklich für den Film handlungstragend. Da habe ich ein paar Kilo zugenommen. Das ging auch sehr schnell. Ja, Essen. Also, einfach hier, willst du mal zunehmen? Nein. Das geht ganz schnell. Ja, aber so, dann habe ich es aber unterschätzt, das wieder runterzukriegen. Das hat dann eine Weile gedauert. Und hattest du da nicht, warst du da nicht in den USA und hast einen Personal Trainer gehabt? Trainerin? Oh, das ist mir jetzt aber peinlich, wenn ja, du das erzählst. Hattest du aber, ne? Ja. Aber in Schweden? Ja, aber krass! Ja, aber wie ist das nicht? Aber dann fühlt man sich fettleibig und unattraktiv und dann holt man sich einen Personal Trainer und dann kommt da so eine rassige Schwedin um die Ecke. Wie scheußlich. Ja, ich bin auch gleich wieder raus. Ja, echt? Also, naja, das waren 2 Tage oder so. Und hat's was mehr konnte ich mir nicht leisten. Ach so. Die sind so teuer. Okay. Dann wusstest du, wie es geht, Kohlenhydrate weglassen. Mhm. Stehst du privat auch auf Verkleiden? Nee. Nee, also ich habe, sag mal so, ich bin ein Faschingsmuffel. Das liegt aber daran, dass ich jetzt jahrelang mit meinen Kollegen Sketche gespielt habe und wir haben ja nur alles gespielt. Also Frauen, Insekten, Bäume. Alles. Ich war auch mal ein Auto und eine Batterie war ich auch schon. Also insofern... Privat ganz gerne einfach so. Ja. Bulli, willst du später auch mal groß und stark werden? Gemein! Nein, das ist eine total berechtigte Frage und ich sage ja. Was war genau im Keller? Was? Was war genau im Keller? Ach so, was war was im Keller war genau los? Na, wir haben uns die Hände gewaschen vorher. Aber da hätte ich, mein lieber Schwanne. Helium sollte im nächsten Film dabei sein. Ja, gute Idee. Mhm. Warum denn man könnte auch mit Helium gut Regie führen. Ja. Kamera läuft! Alles auf Anfang. Kamera ab. Ton. Klappe bitte. Und das ist unser Zeichen. Ich freue mich total, wenn du noch an deinen Eisen rum isst. Wo können wir denn das? Das werde ich mal meinem italienischen Gast jetzt einfach kredenzen. Wollen wir das mal so machen? Ich habe einen ganz tollen Musiker eingeladen, weil ich war ja the head of the delegation of the Eurovision Song Contest 2011 und habe da Raphael Gualazzi gesehen. Der hat für Italien gesungen. Ein ganz, ganz tolles Lied. Ich war begeistert, habe ihn eingeladen und heute ist er da. Bitte begrüßt mit mir Raphael Gualazzi! I have a little ice for you, but you can eat it when we are ready with the song. You can take it with you. I'm so happy that you are here, because when I heard the song you sang in the Eurovision Song Contest, I was shocking, fall in love. Jetzt müsste ich da mal einmal so rüber. So. Hallo Publikum! Ich will nicht mit meinem Hintern direkt in deinem Gesicht landen. Wir gucken mal. Geht das so? Ja, wunderbar. Raphael, today, now we do reality and fantasy, the song. We had a bit of red wine. You, as an italienischer man, absolutely. You know what it means. Obviously, reality and fantasy. Usually, my English start to get better when I'm drunk. Not today. Obviously. Mann, Bulli, hilf mir noch mal. Mein Englisch ist so schlecht. Na, ich finde. Warum? Weil ich den gut finde. Na, ich finde. she felt in love with you. Yes, that's what I want to say. Okay, let's do the song. Someone upon that
gonna spend the night with my girl. That's what I'm talking about. That's why I'm gonna play this child wall between reality and fantasy. It's sometimes so small and not so tall. The wall between reality and fantasy. It's sometimes so small and not so tall. So la bo di ba da bo dem da ba di ba da bo dem da ba di ba da bo dem. Should make me feel so bright, satisfied. The only thing I've learned is just to fall and fall and fall. The wall between reality and fantasy is sometimes so small and not so tall. The wall between reality and fantasy. Sometimes so small and not so tall. So da ba di ba da ba dim da ba di ba da ba dim da ba di ba dum da dim da dim da dim da dim. Never felt. That's why my soul I never said. The wall between reality and fantasy is sometimes so small and not so tall. The wall between reality and fantasy is sometimes so small and not so tall. So da bo di ba da bo dem da bo di ba da bo dem da bo di ba da bo dem. So small and not so tall. The wall between reality and fantasy is sometimes so small and not so tall. Raffaele Gualazzi! Thank you. Thank you very much. Raffaele Gualazzi! Thank you so much. Wir machen jetzt mal fliegenden Übergang. Thank you, Raphael. Wait a second. This ice with Erdbeeren, Strawberries and cream is for you. Have a nice night. We will have a drink together when we are ready with Joe. Okay. Ihr guckt mir total auf den Hintern, ne? Wo hab ich mein Bier, Mann? Jetzt kommt der Mann. Hallo, Lili. La, 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 la. Ah.
oder? Doch, super, so habe ich das verstanden. Frau Müller, der Max würde ein Bier nehmen. Ich muss erstmal an meinem Rohr vorbei. Von der Seite? Den hat sich ja noch keiner gemacht. Von der, nee. Du Bulli, eigentlich hätte ich ganz gerne, dass du da hinten wieder reinrutschst. Ach so, und du würdest hier sitzen. Okay. Gehst du oben rum oder unten rum? Ja, das müsst ihr jetzt mal. Ja. Macht's unter euch aus. So. Sind doch noch jung, wie beweglich. Komm, jetzt muss ich nur noch irgendwie. Ich komme jetzt mit. Du musst es da, du bleibst ruhig da. Jetzt nicht mit. Mein Rohr. Das Rohr. Ja, ich hänge am Rohr. So meine ich das. Hey, Max. So. So, jetzt. Oh. Ich dachte, da kommt Luft raus. Ja, komm doch. Ach so, jetzt haben wir es fast. Guck mal, wir hätten gerne noch ein bisschen Rotwein für den Bulli. Ich glaube, hier wird heimlich immer nachgefüllt. Wenn man in München lebt, ist es nicht total toll, ganz viel Bier dann immer zu trinken? Naja, das ist ein Biergarten vielleicht. Also ich bin, wenn, dann trinke ich so Radler. Also es ist so ein Mix aus Zitronenlimonade und Bier. Oder es gibt auch, man sagt auch, zum Beispiel eine Russenmass. Eine Russenmass? Russenmass gibt es auch. Das ist dann ein... ein Weißbier mit. ja. Komm hier, komm mal, aber ja, hier, komm doch hier rüber. Doch, ach so, komm, komm mal rüber. Ja. Ach so, ah, jetzt. Ah, yes. Hey, hey. Ja, oder da, da so rum, weißt du? Warum? Hier, wir haben noch ein Eis. Hat der Raphael seins mitgenommen? Ja, ne? Und, das war übrigens sehr schön, euer Duett. Da noch mal rein. Möchtest du da, möchtest du noch was essen? Sonst können wir lieber, das. Ich hab lieber mein Bier. Ja, dann nimm lieber Bier und wir geben das mal an Tisch 2. Tisch 2? Ja, bitte. Eins, zwei. Wart ihr Tisch 2? Ja. Tisch 2? Sicher? Oder wart ihr Tisch 2? Wart ihr Tisch 2? Oder war, wer Tisch 2 bitte? Wer ist Tisch 2? Wir müssen mal im Topf machen. Ja, ich glaube, wir müssen es gerecht aufteilen. So, ich bin gleich wieder bei euch. Hier, komm. Ihr könnt euch teilen. So, da bin ich. Das war meins, oder? Nein, das war deins. Du hast doch schon getrunken, nee, oder nicht? Ich hab keinen Schluck getrunken. Aber sehr männlich, wie du gerade sprichst. Ja, ich weiß. Ich hatte es doch gerade vom Tempo. Ach, du hast den gerade, bist gerade mitten. Bei mir geht der halt länger als bei ihm. Seit 10 Jahren ungefähr? Ja, etwa. Hör mal, ich versuche mal gerade, wenn du das Rohr mal im hältst, das eine Bein wenigstens runterzumachen. So, so ist doch gut. Sag mal, ich muss dich mal was fragen. Ja. Switch Reloaded, ne? Ist ja eine sehr bekannte, wahnsinnig erfolgreiche. Du darfst gerne mal das auch zu dir nehmen, wenn du mal magst, aber mir dann auch zurückgeben. Ich würde dir auch ein bisschen Wind abgeben. Ich saß sogar schon mal in der Kulisse, nur halt nicht hier bei dir, sondern bei uns im Studio. Ihr habt das mal nachgemacht, ne? Wir haben das sozusagen 1:1 nachgebaut. Ja, und dann habt ihr das einfach nur aus unserer Sendung dann rausgeguckt, dann bauen das Leute von langer Hand nach. Ich fürchte fast ja. Wahnsinn, also die machen das echt sehr liebevoll. Mühe. Ja, ja, extrem. Nur um diese alberne, alternde Moderatorin einmal nachzuerzählen. Ja, ich soll dich übrigens sehr schön grüßen von Matthias. Ja, danke schön. Ich würde jetzt auch sagen, grüß mal zurück, weil ich finde das so lustig, weil ihr sagt ja immer, es ist ein Ritterschlag, wenn man nachgemacht wird. Sagen wir nicht, sagen die anderen. Also sagen die anderen immer, ich finde, es ist kein Ritterschlag, ich finde, es ist immer ein Schlag in die Fresse. Genau. Und dann habe ich das bis heute nicht. Das ist eine ehrliche Antwort, weil die meisten sagen immer so, sie finden das ganz toll. Und ich sage dir, dass die meisten auch zu Hause sitzen und sagen Arschlöcher, glaube ich. Ich möchte nur an dieser Stelle mal sagen, ich prangere das an. Ich finde es sehr lustig, wenn andere nachgemacht werden, aber ich möchte nicht mehr nachgemacht werden. Du, bist du schon mal als Jesus mit dem Taxi nach Hause gefahren? Was? Du machst doch mit Beckmann immer den Jesus. Ach so, einmal habe ich das gemacht. Ach nee, da bist du denn auch der Jesus? Nee, das ist ja mal jemand anderes. Du bist ja Beckmann. Beckmann. Entschuldige. Lass uns da mal drüber reden. Da müssen wir ein bisschen durcheinander. Wie ist das? Ja, sie hat Spaß. Ja, aber das ist, ich liebe das. Gerade, ich finde so Beckmann und Lanz, die sind so schwer. Oder nicht? Dieser dauerirrigierte Finger von Lanz, das reicht ja, diese kleine Geste. Ja, vor allem, was immer fies ist, also ich habe das dann beobachtet bei ihm mit dem Finger und dann hat er es natürlich prompt unterlassen. Also das war dann für mich irgendwie doof, ja, weil dann hat er es einfach nicht mehr gemacht. Und man hat ja dann doch den Anspruch, es irgendwie immer auch authentisch zu machen und aktuell. Und dann habe ich den Finger halt auch wieder reduziert. Und, aber irgendwann kam er wieder so ein bisschen... du kannst ihn ja beeinflussen. Ne? Du kannst dann so Dinge tun. Darüber werden wir gleich noch zu reden haben. zunächst einmal... Ja. Ist der am schwersten? Also, ja, der war schon wirklich schwer. Also, ich glaube, könnte
zu meinen schwersten Figuren, auf jeden Fall. Und wie gehst du da ran, indem du sagst, erstmal Körperhaltung, dann das Verbale, dann die Stimme, dann... Also ich finde immer so, dass das Wesentliche ist eigentlich die Stimme, die sind so 90%. Also ich weiß nicht, bei euch war das ja vielleicht auch so beim Radio und so, als du damals deine großartige Boris Becker-Parodie gemacht hast. Ja. Nee, also ich mache es tatsächlich so, erstmal nehme ich so ein blödes Diktiergerät und mache dann nur die Stimme deiner Originalstelle auf. Vom Original und dann schreibe ich mir das ab, so ähnlich wie bei dir. Ich mache so Notizen dazu, wo die Pausen sind, wo die Betonungen sind und dann spreche ich diese Passage immer wieder nach. Oh, immer, immer wieder, bis ich allein dann irgendwann beim Anhören selber das Gefühl habe, es klingt so ähnlich. Allein in also, der Wohnung? Allein in der Wohnung, ja, das ist echt so. Und hat schon mal so ein Nachbar geklopft? Ja. Oder hat ja. schon mal die Polizei irgendwie geklingelt? Nee, so laut mache ich es ja in der Regel nicht, obwohl ich glaube einmal hier bei Walter Freiwald war ich ziemlich laut, glaube ich. Zack, bumm, das immer wieder! Das war immer ein bisschen... Übst du dann in Schleife? Ja, natürlich, stundenlang, wirklich stundenlang. Oh Gott, ich habe gerade, das darf ich nicht erzählen. Gut. Meine Freundin dreht immer am meisten durch bei Daniel Hartwig. Wenn ich den eine halbe Stunde mache, die dreht wirklich am Rad. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei Let's Dance. Ja, stimmt. Ja, und dann super. Dreht die durch. Also da muss ich dann wirklich auch woanders hingehen. Aber die ist manchmal zu Hause, wenn du übst. Nicht ja, lässt sich nicht ganz vermeiden, ja. Und wir haben vor allem keine Türen in der Wohnung. Nee, warum haben wir denn keine Türen in der Wohnung? Wir haben ein Loft. Wir haben halt keine Türen, ja. Toll. Ja, es klingt jetzt so toll, aber das es hat ist auch aber Nachteile. Natürlich, ehrlich gesagt, für also auf dem Klo wünscht man sich manchmal eine Tür. Für, dein, ja. für deinen Job. Kann ich noch unten haben? Hey, stimmt es, dass Raab und Lichter dieselben Zähne haben, also wenn du die nachmachst? Nee, weil Lichter mache ich gar nicht nach. Ach nee, Lava und Raab. Die haben alle dieselben Zähne, weil ich habe nur eine, ja ein Gebiss. Bei dir war ich noch so auf Zack, weißt du, da habe ich noch alle, wenn mir das nicht passiert, aber dann hat er mich abgefüllt. Der Lava und der Raab. Also ich habe für Bohlen, für alle Figuren, die Zähne haben, einfach immer nur dieselbe Zahnschiene. Ehrlich? Ja, also ich meine, natürlich wäre das jetzt... Aber ganz ehrlich, mittlerweile den Raab, guck mal, den kannst du doch auch ja. ohne Zähne. Ja, und pass mal, oder? Ja, sehr schnell, oder? Sag mal, und der macht doch immer, das hast du auch sofort ja, drauf. Und weißt du, was wirklich? Ja, immer. Und das mache ich auch schon selber. Das machst du selber. Ja, weißt ja. du, wo ich das gesehen habe? In deinem Bühnenprogramm. Genau. Das heißt, immer wenn du da stehst und sprichst, du machst die ganze Zeit so. Ist dir das aufgefallen? Hast du mir, selber ich, mal geguckt? Ja, ich thematisiere das auch, weil es ist, ich habe mir das echt schon angewöhnt, dass ich dann auch, wenn ich ein Jackett anhabe, wirklich das mir so angewöhne. Und manchmal rutsche ich auch privat dann so ein bisschen in diesen Tonfall rein. Das passiert leider, aber gut, das kann man halt nicht, glaube ich, nicht ändern. Also, hast du denn noch irgendwas von Lagerfeld oder so schon dir angewöhnt? Nein. Bitte die. Der ist so mopsig geworden wieder, findest du es lustig? Was? Echt? Nein. Echt? Mopsig? Doch, habe ich heute gerade in der InTouch ein Bild gesehen. plus 7 Kilo stand da. Wirklich? Und dann hat er da vorne so ein... Besser informiert als ich. Also keine Ahnung, vielleicht machen die es auch mit Photoshop, aber es wirkte irgendwie, wo ich dachte, musst du ja auch immer mitgehen, wenn einer dünner oder dicker wird und so, oder ja nicht? Gut, naja, das machen ja die Kostümbildner, stopfen einem dann irgendwas rein oder so, also insofern. Geht's. Ja, da muss ich ja nicht zunehmen. Das aber eigentlich wärst du ja am allerliebsten Cartoon-Zeichner geworden, also Zeichner, Maler, Zeichner. Und ja, ich finde die Zeichner, Geschichte so Zeichner. Anrührend, wenn ich das mal kurz sagen darf. Bis heute schickt sich der Max mit seinen Eltern, die Kunstlehrer in Freiburg sind, aus dem Urlaub noch selbstgemalte Postkarten. Oh Gott, deswegen was haben wir natürlich hier? Einen kleinen Block da. Ist nicht wahr. Da. Oh, du bist so. Oh. Ein Block. Aber ich kann ja hier jetzt kein Aquarell doch, hier malen. Jetzt, das kann ich aber nicht. Das geht nicht so schnell. Was du da gerade schon so siehst. Guck mal, wir haben einen Block da. Und da, wenn du das machen könntest, würdest du Bulli und mich als Liebespaar machen und das würde ich dann in meine Wohnung hängen. Also abstrakte Kunst oder als Akt? Nein, wie du es malen würdest, dass wir sagen, weil wir lieben ja jetzt, wir finden Picasso okay, bevor er seine Punkte und Striche gemalt hat. Also schon, dass man sehen kann, dass du dreidimensional denken und malen kannst. In der Zeit würde ich noch mal ganz kurz, sag mal, Bulli, ja. was du ja gemacht hast, du hast dir ja dein Bulliversum gebaut. Ich habe es mir nicht selber gebaut. Aber wer hat denn das für dich gebaut? Es wurde auf der Bavaria, auf dem Bavaria Filmgelände gemacht. Ach, das war gar nicht deine Idee und nicht deine Intention, sondern naja, da hat jemand gesagt, so halb, halb. Nee, ich bisschen größenwahnsinnig, sich sein eigenes Kinderzimmer auch nachbauen zu lassen. Dagegen habe ich mich total gewehrt erst. Ich wollte dieses Kinderzimmer gar nicht. Es wirkt so ein bisschen wie Heinz Erhardt. Guck mal, da ist das Klavier von Heinz Erhardt. Ja gut, aber es ist wirklich erstaunlich. Geht das oder ist das zu... Nee, es ist wirklich erstaunlich, wie gut das auch getroffen ist. Aber ich wollte dieses Kinderzimmer nie, aber dann hat man mich dazu überredet. Und jetzt finde ich es eigentlich ganz okay, dass es da drin zu sehen ist. Dann ist ja süß. Und das sind aber nicht deine echten Sachen, sondern nachgebaut. Aber teilweise schon. Also dieses Elvis-Bild zum Beispiel ist tatsächlich original. Bist du Elvis-Fan? Ja, total. Warum sagst du das denn nicht? Du hast mich ja nicht gefragt. Hätten ja auch was von Elvis singen können. Ja, stattdessen lässt du mich Roy Black singen. Das ist ja der deutsche Elvis, wenn man so will, oder? Ja, ein bisschen ist es so.
Du hast überhaupt keine Musikerziehung genossen. Ich mach dir so ein bisschen Dekolleté, ist das okay? Ja, aber wir sind halt ein Liebespaar, ne? Ja, ihr habt euch auch so ein bisschen im Arm. Dich konnte ich jetzt leider nicht. Ja, so oh, wie toll! Das ist überhaupt nicht toll. Doch, das ist ganz toll. Guck mal. Könnte ich auch ein Dekolleté bekommen? Ich finde das ganz toll. Ist das nicht wunderschön? Das bin ich. Da hatte ich damals noch eine Zahnspange. Guck mal. Das ist mein Dekolleté. Ja. Das bist du. Mhm. Wir würden jetzt mal singen. Und zwar hast du den Lied gewünscht von Stefan Raab. Wenn ihr Fragen habt an Max, die ich noch nicht gefragt habe, bitte auf Bierdeckel ein. Prost. Prost. Mir trinke ich am liebsten. Okay. Vier. Da war ja gar nicht klar, dass er das da war. Was das war, das war unklar. Darum sag mal doch mal bitte, was hatte du denn da? Von einem Jahr, nee, nee, das war weder das, das oder das da. Wie das hat, was war? Dachte, das hat, das war. Was das da war, das ist doch immer nicht klar. Und ob das Bad, Blatt, glatt, satt oder was auch immer war, das hat, was war. Und wenn, was das da war, bitte, bitte, sag mal doch mal, was hat du denn da? Ach, sagst du jetzt, wie man Raab übt? Dazu muss man einfach nur den Unterkiefer ein bisschen nach vorne schieben. Ja, etwa aber so. Wie übst du den Text? Lernen. Kannst du dir nochmal sagen, die Strophe? Hat er denn da was? Und wenn ja, was hat er da? Hat er da was glatt oder hat er da was hart da? Hat er da was, was sonst keiner hat? Oder hat er nur dat, dat, wat er da, hat? Dat, wat er da, hat, dat, hat er nur mal da? Aber war ja gar nicht klar, dat, 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 da war. Was das war, das ist immer noch nicht klar oder irgendwie so. Mein Gott, du musst deinen Beruf echt so lieben. Das heißt, du frühstückst? Und dann stehst du auf und sagst, Schatz, ich übe jetzt mal ein Lied. Und dann übst du das. Nee, ich mache das schon während dem Frühstück. Hallo, da was? Woher? Wahnsinn. Du, wir setzen uns jetzt zu dritt hier oben rauf. Juhu. Ja, juhu. So. So, mein, du hast da was Asketisches. Kannst du Tantra? Das ist doch was Versautes, Tantra, oder? Nee, das ist Kamasutra. Ach so. Aber soll ich dir mal zeigen? Schade. Nur der Tricker. Ja, ja. Ich hab was. Was hab ich? Was? Weiter. Ja, was heißt denn das? Was soll denn das denn? Machst du so Übungen? Nee, gar nicht. Also überhaupt nicht. Nee, so, du meinst, ob ich so ein bisschen esoterisch drauf bin? Nein, du bist sehr dünn. Also du wirkst sehr asketisch-athletisch, würde ich fast sagen. Du bist ja oben sehr trainiert. Ja, trainierst du? Ja, also ich mache Sport. Ja, doch, durchaus. Du gar nicht, ne? Machst du auch Sport? Bist schon gerade so weggesagt? Hast du gerade überlegt, was du gleich in deinem Hotelzimmer machen musst? Ich habe gerade überlegt, was mit meinem Körper nicht stimmt, weil ich mich das frage. Wer hat diesmal mit? Wer hat dir häufiger auf den AB gesprochen? Raab oder Beckmann? Verstehen Sie Spaß? Wer hat dir häufiger auf den Anruf beantwortet? So machen wir das. Raab oder Beckmann?
Können wir die dritte Dose noch haben? Habt ihr die da? Ach, ist schon die dritte. So, meine Damen und Herren, das ist der Anrufbeantworter von Max Wiermann. Wenn Sie ihn gerade nicht persönlich erreichen, hinterlassen Sie einfach eine Nachricht. Verstehen Sie? Nee. Okay. Ja, das liebt deine Freundin ganz besonders an dir. Ja, also am allergeilsten, ja. Finde die, dass ich meinen kleinen Dieter so schön... Ich muss mal sie selber fragen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Max, du Schlags, das finde ich ganz lustig. Oh, ja. Findest du nicht? Ja, das ist neu. Das würde ich mir merken fürs Programm, irgendwie Max der Schlags. Ja, warte mal, kann ich mir das aufschreiben? Ja, du kriegst die Karte mit. Jemals Bodybuilding gemacht. Ja, die Leute interessieren sich für deine Figur. Das scheint oft nicht zu sein, komischerweise bei dir gar nicht. Da wurde nur gefragt, wo du abgespeckt jetzt, hast. Pass auf, jetzt möchte ich dir aber mal was zeigen. Pass auf. Du, mach mal. Kennst du das? Ja, Achtung, wir haben einen Tusch. Achtung, Achtung, haben wir einen Moment, Tusch? Moment, stopp. Vorher? Nachher. Nachher. So, jetzt fragen wir mal. Ist das der Jojo-Effekt oder was? Ja, wahrscheinlich. Ja. Wann das letzte Mal wild geknutscht? Wann das letzte Mal? Ja, du hast doch eine Freundin. Ja, eben. Aber wir knutschen jetzt nicht. Nee, ist wild geknutscht, ist schon ein paar Wochen her, glaube ich. Ja. Was findest du schlimmer, Frauentränen oder Frauenhysterien? Oh, Hysterie finde ich grundsätzlich ein bisschen schwierig. Es gibt ja so Pärchen, die immer sagen, da müssen noch mal die Teller fliegen und so. Ich finde das gar nicht. Findet ihr das? Ich hatte das mal, aber ich fand es eher anstrengend. Ich bin da nicht, also... War das, ist das denn nicht so, wenn man den ersten Teller in der Hand hat und denkt, das ist ja so schwierig. Machst du schon mal so aggressiv und hast du ein Glas oder einen Teller irgendwas geschmissen? Nee, ich putze ja, putz ja sogar die Armaturen ab. Also ich wenn du sauer bist, oder was? Ja, ja. Du bist nicht, wenn du sauer bist. Wenn ich richtig sauer bin, also wenn ich so richtig abgehe, dann hole ich den Staubsauger. Dann komm doch mal bei uns vorbei, wenn du sauer bist. Bist du eher beleidigt dann? Ja, beim Saugen. Beim Saugen eher so? So der Hackfressensauger bist du dann. Okay. Aber ich finde es jedenfalls immer komisch. Ich möchte keinen Freund haben, der irgendwie Tassen oder Teller oder so schmeißt. Und ich würde als Mann auch nicht gerne mit einer Frau zusammen sein, die das tut. Bist du ein echter Kerl? Oh, was? Handwerkern? Spitze? Ein was? Einspacken? Einparken. Oh Gott. Einspacken. Ist schon richtig guter Einspacker. Nee, gar nicht. Ich glaube, so dieses typische Männerklischee bediene ich null. Also ich kann, echt, gar nicht? Ja, nee, wie gesagt, kein Fußball. Ich kenne mich mit Autos null aus und so. Also da bin ich echt, glaube ich, eher so ein Philipp Lahm. Hä? Kennt Max? Ramon Martinez Congas. Congas? Ist das Mineralwasser oder? Keine Ahnung. Congas. Nee, egal! Nein! Was ist, habe ich zu wenig Fragen gestellt? Das war meine Figur in Wiki. Oh, oh nein! Oh nein! Ja doch, oh nein. Ja, dann natürlich schon. Kriegst ein bisschen frische Luft. Dankeschön, das hat sich gelohnt. Wollen wir noch mal ein Stück hören, bevor wir in die, Nacht hinausziehen? Ich finde, wir holen jetzt einfach mal unseren Gesangsgast rein. Ich freue mich so. Wir alle kennen sie von ganz früher, von den Lassie Singers, dann von nicht mehr ganz so früher, aber von Britta. Und heute macht Christiane Rösinger ihre eigene Musik. Bitte begrüßen wir mit Christiane Rösinger! Toi, 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 toi! Willst du mal kurz hier rankommen? Das ist deins. Willst du da reinsprechen? Bist du, na, du ich hast kann ein auch hier reinsprechen. Dann kannst du auch da reinsprechen. Dann kannst du damit gleich singen. Christiane, ich freue mich so. Für mich geht ein Jugendtraum in Erfüllung. Das sagst du doch immer, oder? Nein, ich lade ja nur Bands und Musiken ein, die mich wirklich flashen. Und ich höre wirklich Lassie Singers immer schon, Britta viel gehört und deine CD, die du jetzt gemacht hast, L and Hate, Love and Hate. L. Hate. Ja. So ist es. Die liebe ich auch, weil du wolltest mit Britta immer schon gerne Liebeslieder machen. Und Britta hat damals gesagt, na, nicht so viel Liebeslieder. Ihr habt ja, steht ja für einen guten Humor an euren Songs. Und es ist eher so, dass es mein Lebenswerk eigentlich darauf besteht, dass ich das Konstrukt Liebe immer dekonstruiere die ganze Zeit. Ja, du bist wahnsinnig kompliziert, glaube ja, ich. Ja, ich will immer sagen, Liebe ist nur ein Konstrukt. Es gibt mehr im Leben wie die romantische Zweierbeziehung. Es gibt viel mehr. Unser Lied, was wir heute hören, heißt, es geht sich nicht aus, was sehr was österreichisch aus dem österreichischen ja. Sprachraum kommt. Genau, ich liebe das Lied. Das willst du dein Mikro mitnehmen und wir hören ich das nehm's jetzt? Mit. Ja. Die Musik ready! Yes! Ich freue mich, Christiane Rösinger! Die Füchse kamen in die Stadt, die Vögel sangen in der Winternacht. Fremde haben uns Zeichen gemacht.
es hat alles nichts gebracht. Hab in den Himmel geschaut und den Vogelflug studiert. Das Alphabet hab ich neu durchbuchstabiert. Hab abgewartet und Lieder gemacht. Es hat alles nichts gebracht. Deutet und dann doch ignoriert. Trick 17, 18 und auch 19 probiert. Zu Wasser in der Luft kleine Wunder vollbracht. Es hat alles nichts gebracht. Hab oben auf dem Berg das Orakel befragt. Den Fischen auf dem Meer hab ich mein Leid geklagt. Theoretisch, praktisch und auch magisch gedacht. Es hat alles nichts gebracht.